Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unseren aktuellen Kurzmeldungen. Die Tourismuszentrale der Hansestadt Wismar bietet in diesem Jahr wieder die schmackhafte kulinarische Stadtführung Butter bei die Fische an. Für einen Ticketpreis von 40 Euro bekommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen bunten Strauß an kulinarischen Höhepunkten aus der Hansestadt Wismar. Jeden ersten Samstag im Monat von Mai bis Oktober erfolgt der 3-stündige Rundgang. Nebenbei erfahren die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch Wissenswertes rund um die Wismarer Stadtgeschichte. Monatelang lagen die Vorbereitungen für Jamelrock den Förster auf Eis, weil im Streit um Umweltfragen noch Entscheidungen ausstanden. Doch nun wurde verkündet, das deutschlandweit bekannte Festival wird auch 2024 stattfinden. Der Kartenvorverkauf für das Festivalwochenende am 30. und 31. August war am 21. April gestartet. Innerhalb eines Tages waren alle Tickets weg. Somit ist die Veranstaltung restlos ausverkauft. Welche Bands auftreten werden, geben die Veranstalter auch in diesem Jahr bis kurz vor dem Festivaltermin nicht bekannt. In der Nacht zum 19. April wurde in einem Agrarbetrieb in der Gemeinde Gegelow eingebrochen. Gegen 1 Uhr nachts verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in Neuweitendorf und stahlen Pflanzenschutzmittel sowie Traktorentechnik im Wert von mehreren tausend Euro. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren unsere Kurzmeldungen aus Wismar.